Es ist laut, stinkt nach Abgasen, Benzin und verbranntem Gummi und trotzdem haben die Leute hier einen Mordsspaß. Die Rede ist vom Cartomania in Hamburg. Hier darf jeder mal ein Schumi sein. Mein Name ist Jan Gardewolz. Ich betreibe hier die Cartomania-Anlage mit zwei weiteren Partnern seit 10 Jahren. Können Sie uns kurz zur Entstehung vom Cartomania hier etwas sagen? Cartomania ist ursprünglich ein Franchise-Unternehmen gewesen, dem wir uns angeschlossen haben, als wir anfingen. Gab mal bundesweit fast 40 Bahnen. Was muss man mitbringen, um hier Kart fahren zu wollen? Ja, eigentlich nur Kart fahren. Wer nur Kart fahren möchte, der braucht im Grunde genommen nur sein Portemonnaie mitbringen und dann werden wir ihn hier schon erleichtern. Also Voraussetzung ist, um bei uns Kart fahren zu dürfen, man muss mindestens 8 Jahre sein. Für Kinder ist es erforderlich, eine Einverständniserklärung der Eltern dabei zu haben und dann benötigt man eine Magnetkarte, die man hier einmalig erwerben muss. Es ist das Tragen von Sturmhaubenpflicht aus hygienischen Gründen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die eigenen Kinder hier so an einem vorbeibrausen sieht? Ja, mir wird gerade Angst und Bange, weil mein Sohn hier gerade den Rundenrekord bricht. Nein. Aber Angst haben Sie nicht? Ja, doch ein bisschen schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen Sie noch mal wieder hierher? Ich denke, spätestens wenn er Geburtstag hat, dann wird er mir keine Ruhe lassen und auch hierher wollen, denke ich. Ja, Sicherheit wird groß geschrieben, ganz klar. Wir haben, bevor man natürlich in so ein Kart einsteigt, wird sichergestellt, ob derjenige mit dem Fahrzeug überhaupt vertraut ist mit dem Kartfahren, wird dann eingewiesen, bekommt die Regeln erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Des Weiteren ist natürlich das Tragen vom Helm Pflicht. Und wir haben unsere komplette Streckenführung hier mit einem Ableitsystem im Grunde genommen versehen, so dass selbst wenn jemand mal über die Stränge haut und tatsächlich vom Kurs abkommt, irgendwo in die Bande fährt, da kein Schaden nimmt. Eben auch für Firmen die Möglichkeit, sich hier zu präsentieren, für ihre Mitarbeiter was Gutes zu tun oder aber auch für ihre Kunden. Und dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben die Möglichkeit, hier Gruppen von 10 bis 120 Personen zu bedienen, vom Halbstundenrennen bis zum mehrstündigen Teamrennen, mit Buffet, ohne Buffet, mit Siegerehrung, alles möglich. Und gerade Firmen nutzen das häufig auch wiederholt, weil sie damit sehr gute Erfahrungen haben. Wenn man gemeinsam hier ein paar Runden gedreht hat und vielleicht auch einen kleinen Crash zusammen hatte, dann ist man danach wesentlich lockerer. Zum Abschluss noch einen kurzen Satz. Warum lohnt es sich, hier ins Cartomania zu kommen? Das ist, muss man sagen, ein Freizeitevent, der einen veranlasst, absolut abzuschalten. In dem Moment, wo man im Kart sitzt, da möchte jeder doch irgendwie, kommt so dieser Gewinnerinstinkt durch und es wird Adrenalin ausgestoßen, man hat wirklich, vergisst einfach seine Umgebung. Man muss sich in den 10 Minuten oder in der halben Stunde, wo man im Kart sitzt, einfach nur aufs Kartfahren konzentrieren und das ist ein erlösendes Gefühl im Grunde genommen.